Willkommen bei einem weiteren Video für meinen Channel FIFA Tastics. Jetzt mit dem Halbfinale vom Premier Cup. Nachdem ich mit Santos das Achtel- und Viertelfinale gewonnen habe, also wer das noch nicht gesehen hat, sollte sich das auf jeden Fall auch nochmal anschauen. Und jetzt geht es hier wieder mit Santos im Halbfinale. Die Aufstellung, wie immer gezeigt, ist dieselbe wie beim Viertel- und beim Achtelfinale. War einfach so sinnvoll aufgestellt für dich. Und dann geht es jetzt hier im Halbfinale gegen Spartak Moskau. Ich glaube, wenn man im Vier-Sterne-Bereich spielt, ist das auch eine sehr, sehr gute Mannschaft. Die haben mit Wellington und Begidi zwei sehr bekannte Spieler, würde ich sagen. Also beide sehr, sehr schnell, sehr technisch, sehr stark. Von daher kann man vielleicht von denen was ein bisschen was in dem Spiel erwarten. Und von daher ist es sicherlich auch eine gute Mannschaft, wenn man im Vier-Sterne-Bereich spielen möchte, dass man Spartak Moskau nimmt. Und hier habe ich jetzt gleich die erste gute Balleroberung. Kann leider nicht ganz genau den Konter gut umsetzen, dass es dann auch direkt eine Torchance wird. Und hier sieht man jetzt schön, wie ich mit CPU-Verteidigung arbeite, um dann auch jetzt hier die Balleroberung zu haben. Und hier konnte ich jetzt die Balleroberung nicht wirklich gut in Angriff umleiten, weil einfach er sehr, sehr nah schon an mir dran war. Und jetzt momentan ein munteres Hin und Her, aber meistens in meiner Hälfte. Und jetzt probiere ich, wie gesagt, nach der Balleroberung schnell in die Spitze zu spielen. Hier kommt der Pass auf meinen Stoßstürmer nicht an. Und man sieht auch, dass mein Gegner sehr, sehr viel mit Kombinationen bis jetzt gearbeitet hat. Also er scheint auch sehr vernünftig kombinieren zu können und ist auch darauf ausgelegt. Hier mit einer Flanke, die fast zu einem Tor geführt hätte, weil mein Abwehrspieler an der Flanke vorbeispringt. Das ist immer ein bisschen ärgerlich. Ich habe auch das Gefühl, darauf kann man nicht wirklich Einfluss nehmen, wenn manchmal der Spieler einfach vorbeispringt. Irgendwann möchte ich auch nochmal ein Video dazu machen, wie man am besten an die Kopfbälle rangeht, vom Timing her und in welche Richtung man köpft etc. Aber manchmal bringt das alles nichts und irgendwie springt der Verteidiger an dem Ball vorbei, wie gerade eben passiert. Und ja, das ist halt immer dann recht ärgerlich, wenn dann daraus so eine Torchance entstehen kann. Hier rechne ich häufig damit, dass der Gegner in die Mitte zieht, dann verteidige ich dort einfach eigentlich sehr abwartend. Einfach aber auch nah genug dranbleiben, sodass er nicht zum Abschluss kommen kann. Das ist halt auch immer ganz wichtig, dass man nicht zu weit weg ist. Das sehe ich in letzter Zeit immer wieder häufig, dass die Spieler gegen mich mit X auf der PS3 oder mit A auf der Xbox verteidigen. Und gut, sie haben immer den Vorteil, sie bleiben immer mit dem Spieler vor mir, aber geben mir eigentlich dann doch manchmal sehr viel Raum zum Abschließen. Oh, hier konnte ich jetzt mit einem schönen Doppelpass die ganze Abwehr aushebeln. Hier holt er den Torhüter raus und dann, das habe ich auch im Torabschlussvideo erklärt, wenn der Torhüter rausgeholt wird, kann man sehr leicht mit R1 auf der PS3 oder mit RB auf der Xbox am Torhüter vorbei mit einem angeschnittenen Schuss schießen. War jetzt hier schön zu sehen. Er hat es halt irgendwie mit dem Torhüter rausholen nicht konsequent gemacht. Er hat es zum einen angetäuscht und dann hat er sich entschieden, doch jetzt, dass er ihn ganz rausholen muss. Und dann war der Torhüter in so einem Zwischenraum, wo er gar nichts machen konnte. Und dementsprechend war das jetzt hier ein ziemlich einfaches Tor. Der Doppelpass war, glaube ich, der zum Tor geführt hat, sehr, sehr schön. Und auch ein sehr, sehr gutes Beispiel für, wie man Doppelpässe spielen sollte. Auch hierzu möchte ich natürlich, ich sage das eigentlich, glaube ich, in dem Video ein paar Mal, möchte ich ein Video machen, wie man Doppelpässe spielt. Wird dann auch auf jeden Fall kommen, weil nächster große Block wird wahrscheinlich Chancenerarbeitung etc. Und dort ist natürlich dann mit Doppelpass auch auf jeden Fall ein interessantes Thema, was ich auf jeden Fall dran nehmen möchte. Mauerpositionierung sieht man hier, wo ich gerade ein bisschen mit rumspiele. Da variiere ich einfach die ganze Zeit. Der war natürlich ziemlich gut geschossen, der Freistoß. Wie gesagt, also zur Mauerpositionierung, ich mache es häufig so, dass ich dort ständig variiere, um einfach dem Gegner keine klare Indiz zu geben, wie ich die Mauer stelle und dass er sich irgendwie auch nicht daran orientieren kann, weil häufig sieht man in den Tutorials, dass von wenn es um Freistoß geht, dass man sich an der Mauer orientieren soll und irgendwie sich einen Spieler aussuchen soll, um auf einen kurzen Pfosten zu ziehen oder wie auch immer. Und dadurch irritiere ich ihn ein bisschen und dann wird es für den Gegner ein bisschen schwerer. Hier probiert er jetzt mit Megidi, dem 5-Sterne-Spieler, ein bisschen auf der Außenbahn zu tricksen, hat es aber dann auch abgebrochen. Hier hat er vielleicht ein bisschen Glück, wie der Pass auf die Stürmerspitze kommt und dann habe ich eine gute Balleroberung. Und mein Gegner ist hinten unglaublich offen. Hier wähle ich jetzt leider die falsche Anspielstation, nämlich die ganz leicht im Abseits steht. Leicht in dem Sinne, weil er noch vor der Mittellinie war. Ich weiß, es gibt kein Abseits, wenn der Spieler aus der eigenen Hälfte startet. Von daher war das jetzt hier ganz schön knapp. Und ja, die Flanke ließ sich gut blocken. Momentan, wie gesagt, das habe ich eben schon gesagt, mein Gegner irgendwie, wenn er im Angriff ist, dann hinten sehr offen. Jetzt bin ich hier im 1 gegen 1.
sehe, dass ich hier nicht mehr durchkomme und probiere dann eine andere Möglichkeit zu finden. Hier wollte ich, glaube ich, eine Schusstäuschung machen. Das passiert mir ab und zu, wenn ich einfach bei so Ballannahmen irgendwie die Schusstäuschung hinbekomme, dann schießt man aus den verrücktesten Positionen aufs Tor und natürlich meistens total schlecht. Ja, also es sollte, glaube ich, eigentlich eine Schusstäuschung werden. Hier habe ich ein bisschen vorherig nach der Balleroberung nach vorne gespielt, weil mein Spieler eigentlich nicht wirklich frei war. Und jetzt geht es hier ein bisschen Tempoaufnahme wieder mal nach der Balleroberung. Probiere ich das Spiel ein bisschen breiter zu ziehen. Das ist auch mal ein guter Tipp von mir, wenn man irgendwie ein Konter läuft, dass man einfach probiert, das Spiel sehr, sehr breit zu machen, sodass er einfach mit den wenigen Abwehrspielern, die er hat, nicht alles abdecken kann. Und hier ein ganz, ganz seltenes Flankentor von mir. Ja, da hatte ich jetzt irgendwie keine andere Möglichkeit gesehen, außer dass ich mal eine Flanke reingebe. Ist bei mir ganz selten und dann gibt es hier anscheinend auch schon direkt den Anschlusstreffer. ja. Ja, das hat man ja irgendwie sehr häufig. Da sagen, glaube ich, auch viele, dass das irgendwie am Momentum liegt oder wie auch immer. Man sieht aber einfach, dass ich, glaube ich, nicht vernünftig verteidigt habe. Habe irgendwie meine Innenverteidigung aufgelöst und dann brauche ich mich auch nicht wundern, wenn, wenn der Ball dann reingeht. Dementsprechend bin ich... Boah, das wäre natürlich auch ein schöner Gegenzug gewesen. Aber auch hier wäre es jetzt gewesen, dass ich gut getrickst habe und weniger mit Momentum. Wem auch sei, wem jetzt gerade Momentum nichts sagt, es geht einfach nur darum, dass das behauptet wird, dass irgendwie ein Mechanismus im Spiel drin ist, FIFA, dass ein Spieler irgendwie, dass eine Mannschaft einen Moralbonus bekommt und dann besser spielt. Wollte ich auch nochmal irgendwie ein Video zu machen, um das zu diskutieren, ob es das gibt oder auch nicht. Ich bin kein großer Fan davon oder ich behaupte, dass es eigentlich nicht so gravierend ist, wie es viele behaupten. Aber das würde ich in einem anderen Video mal genauer beleuchten. Und ja, ist jetzt wieder hier auch ein munteres Hin und Her, ein schlechter Pass in die Spitze von mir. War einfach nicht gut vorbereitet in dem Sinne oder nicht wirklich gut überlegt. Und hier wieder mit einem 1-2 Doppelpass bin ich durch und mit Armkrach schieße ich dann das Tor. Ja, ich denke, hier war der Doppelpass das Schlüsselerlebnis und dann hätte ich glaube ich, nach dem hohen Ball direkt abziehen müssen. So hatte ich dann ein bisschen Glück, dass der Torhüter den Ball dann irgendwie nicht richtig klären konnte und ich dann trotzdem das 3-1 schießen konnte. Aber ich denke auch hier wieder, man hat es schon gesehen, wie effektiv man mit Doppelpässen so eine Abwehr aushebeln kann. Ich meine, das hängt auch immer sehr stark davon ab, wie gut der Gegner verteidigt. Und wenn er sehr, sehr also wenn er einfach nicht abwartend verteidigt, sondern immer wirklich sehr ballgeil, sag ich mal, dann ist er immer gegen Ball, gegen Doppelpässe sehr, sehr offen. Und das war jetzt ja wirklich eine sehr muntere erste Hälfte. Ein bisschen sehr viel was los. Ich denke mal, eine ganz nette Abwechslung zu den vorigen Spielen, wo es dann doch manchmal recht ruhig war. Und ich denke, das waren auch schön herausgespielte Tore von mir. Probiere ich mit Neymar ein kleines Solo. Komme nicht ganz durch. Und... Boah, ja, also... Das ist auch eben, hat man gerade gesehen, es hat nicht ganz gereicht, dass ich den Pass, den Passweg zustellen konnte und so den Pass abfangen konnte, aber dann hat man meistens trotzdem den Vorteil. Oh. Alter. Habe ich mich gerade selber überrascht. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich eben gerade nochmal mit Ganze nochmal nach außen ziehe. Und von daher wäre das, glaube ich, ein wirklich ganz, ganz nettes Tor gewesen, aber natürlich ein absolutes Katastrophenabschluss von Ganze. Aber, ja, deswegen war ich jetzt gerade selber ein bisschen überrascht, wie es das rausgegangen ist. Was ich sagen wollte, was wollte ich gerade nochmal erzählen? Genau, wenn man Passwege zustellt und trotzdem es nicht schafft, den Passweg dann auch, den Pass abzufangen, hat man häufig den Vorteil, dass der Spieler trotzdem nah an dem Mann dran ist, der den Pass angenommen hat. Und das hilft einem dann auch schon weiter beim Verteidigen. Ich probiere jetzt meinen Gegner einen Doppelpass und ich mache eine Kopfballrückgabe. Wie man natürlich dann Doppelpässe verteidigt, würde ich dann auch erklären, weil da gibt es, sag ich mal, so ein paar Muster, wie man das optimalerweise macht. Und hier wieder ein schöner Pass in die Spitze. Ich denke, hier fange ich gleich an zu tricksen. Hat nicht geklappt. Ich habe auch irgendwie keinen vernünftigen Trick gemacht, fällt mir auf. Von daher war das nicht sonderlich gut. Und momentan macht mein Gegner ziemlich viele unnötige Ballverluste im Spiel nach vorne, wodurch ich dann immer sehr gut meinen Angriff nach vorne einleiten kann.
Boah, hier hat er natürlich ganz gut den Schuss geblockt. Ansonsten wäre das, glaube ich, auf jeden Fall wäre er aufs Tor gegangen und eine gute Torchance gegeben. Und jetzt ist hat mein Gegner eine Auswahl genommen. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, nicht, was ich jetzt hier gerade im Management gemacht habe. Ich weiß nicht, was ich nachschauen wollte. Vielleicht, wie die Ausdauer von meinen Spielern ist. Wurde ich ja auch gefragt, ob ich nicht auswechseln. Es hängt ein bisschen davon ab, ob es nötig ist. Das habe ich, glaube ich, auch geschrieben. Und zum anderen, ob ich auch den Spieler adäquat ersetzen kann. Das heißt, ich brauche auch jemanden auf der Bank, der die Position vernünftig ausfüllt. Neymar und Ganso würde ich zum Beispiel ungern auswechseln, weil sie einfach die mit Abstand stärksten Spieler von meinem Team sind. Und auch die technisch stärksten. Und mit dem ich auch am meisten Spaß habe, ehrlich gesagt. Und mein Gegner hat jetzt hier gewechselt. Die Namen sagen mir gar nichts, von daher kann ich dazu jetzt auch nichts sagen. Und ja, also ich wechsle, wenn es mir auffällt, dass ein Spieler einfach sehr, sehr wenig Ausdauer hat, war jetzt hier einfach auch nicht der Fall. Und von daher war es dann auch nicht notwendig. Und ich glaube, wenn das Spiel jetzt hier so 3 zu 1 zu Ende gehen würde, würde ich wahrscheinlich auch nicht mehr wechseln, wenn es mir nicht, wie gesagt, konkret auffällt, dass ein Spieler wirklich Ausdauer fehlt. Hier hätte ich vielleicht nach dem Trick ein bisschen konsequenter mit Ganso sein müssen, mit dem Zug aufs Tor, dann hätte ich da vielleicht auch irgendwie eine Torchance draus machen können. Und ja, hier, ja, da weiß ich nicht, ob man Foul geben muss. Ich weiß nicht. Auch hier sieht man schön, wie ich vorne mit kurzen, direkten Pässen spiele zwischen den Stürmern. Das habe ich ja auch schon öfters erklärt, dieses Kombinationsspiel zwischen den Stürmern. Ich hatte jetzt kurz mein Gegner angedeutet, dass er ein Tor da rausholt. Ich hatte vielleicht gedacht, vielleicht ist er ein bisschen aggressiv oder vielleicht irgendwie ein bisschen genervt und holt ihn ganz raus. Deswegen habe ich dann gedacht, alles klar, schieße ich mal mit Ganso aus 25 Metern. Hat nicht ganz geklappt. Und hier eine Schusstäuschung. Komme nicht zum Abschluss, weil er dann noch einen zweiten Verteidiger da hat. Ansonsten, wenn ich Glück habe, gibt das vielleicht einen Elfmeter, wenn er zu sehr in den Mann reingeht, um den Schuss zu blocken. Das ist gerade beschissen, was ich da gerade gemacht habe. Das war so eine Kopfballrückgabe, wo der Spieler nicht wirklich Druck hinter den Ball bekommen kann. Deswegen ist jetzt schon, glaube ich, der zweite Fehler, den ich hier in einem Video, in einem Gameplay-Video mache mit Kopfballrückgaben. Die mache ich eigentlich normalerweise sehr, sehr ungerne. Einfach, weil man häufiger das Problem hat, dass die Kopfballrückgaben irgendwie zu kurz kommen. Und dann ist der Stürmer durch. Von daher probiere ich eigentlich häufig entweder den Ball anzunehmen und dann zu klären oder in die andere Richtung zu köpfen. Hauptsache weg vom Tor, weil das haben wir gerade gesehen, der Stürmer vom Gegner war durch und das ist einfach das, was man vermeiden sollte. Hier läuft er jetzt mit Wellington durch. Ich habe kurz angetäuscht, dass ich jetzt auf ihn drauf gehe, um dann doch den Spieler zu decken und dadurch spielt er mir dann den Pass direkt in meinen Abwehrspieler. Werde ich auch nochmal in einem ganz kurzen Video wahrscheinlich vorstellen, wie ich das immer mache. Ist, denke ich, ein ganz interessantes Konzept, um Balleroberung zu bekommen. Hier lege ich jetzt in die Mitte und ja, ich denke, da hätte ich wahrscheinlich eine bessere Lösung finden müssen. Die Situation sah zwar gut aus, es war eigentlich prinzipiell ein 2 gegen 1, also allein gegen den Torhüter, aber irgendwie waren dann doch noch so die Verteidiger ein bisschen dran und von daher war es jetzt nicht 100%, also ein zwingendes Tor. Jo, die bringe ich immer mit Viereck meistens hoch rein, damit irgendwie ein Spieler einen Kopf dran bekommt und reinmacht. Passiert halt nicht so häufig. Ansonsten ist halt auch eine Möglichkeit, das hatte ich glaube ich auch schon im Video erzählt, dass man die flach mit einem X-Pass oder mit einem A-Pass auf der Xbox auf den Stürmer oder auf irgendjemanden bringt, der im 16er steht und von dort aus kann man dann entweder einen Abschluss suchen oder probieren zu kombinieren. Und langsam neigt sich jetzt das Spiel gegen Ende. Momentan eigentlich, abgesehen von dem Fehler, den ich da mit der Kopfballrückgabe hatte, stand ich eigentlich, glaube ich, ganz gut, habe wenig Chancen zugelassen. Und hier hat er jetzt mal eine weitere Chance gehabt, aber ich glaube, mit so einem Schuss aus 20, 25 Metern mit einem Gegenspieler von mir, der den Schuss blocken kann, ist es recht unwahrscheinlich, dass er da auch dann ein Tor schießt. Hier habe ich jetzt vielleicht ein bisschen besser erklären müssen von der Ecke, dass es nicht noch eine weitere Ecke gibt. Und jetzt hat gerade mein Gegner den Torhüter rausgeholt. Da probiere ich natürlich mit viel Speed nach vorne zu spielen, was mir jetzt einfach nicht gelingt, weil er direkt wieder eine Balleroberung bekommt. Hier habe ich ein bisschen Glück, dass ich, obwohl ich nicht gut rausgespielt habe, dennoch den Ball behalte. Und hier wieder mit dem Doppelpass konnte ich schön Raum ausnutzen. Jetzt holt er den Torhüter raus. Hier lege ich außen vorbei. Und.
Schieße am leeren Tor vorbei. Das ist natürlich auch immer sensationell, sowas. Wenn das jetzt nicht 3-1 stehen würde, wäre ich ein bisschen angepisst. Oder wenn es jetzt ein bisschen knapper wäre oder unentschieden oder was auch immer. Und ja, das ist halt das. Ich probiere gerade mal zu erklären, woran das liegt. Ich glaube, der Winkel war einfach zu spitz und Neymar hatte noch zu viel Tempo, sodass der Abschluss nicht gut vorbereitet war. Plus, er hat mit dem schwachen Fuß geschossen. Ja, da muss man, glaube ich, einfach mehr Ruhe reinbringen. Das heißt, den wirklich sich ordentlich auflegen, so wie er es jetzt gerade gemacht hat. Ja, kein schlechtes Tor. Ich hoffe, es wird keinen Einfluss mehr haben. Jetzt probiere ich. Ich bin auf jeden Fall immer ein Verfechter, der kein Zeitspiel am Ende macht. Aber dennoch probiere ich da Ruhe reinzubringen und jetzt dann in der 90. keinen Gegentreffer mehr zu bekommen. Und von daher sind wir jetzt schon wieder am Ende von dem Gameplay. Ich denke, das habe ich auch, wenn es auch jetzt gegen Ende knapp war, mit dem 3-2 souverän gewonnen. Und dann geht's im nächsten Spiel ins Finale vom Premier Cup. Haltet euren Kasten sauber, euer Tess.